So, ist ja schon ein paar Tage her, wieder mal, dass wir ein Video gemacht haben. Wo ist der Zeus? Kriege ich ihn so drauf? Ja, da kriege ich ihn drauf. Malinois als Familienhund. Weiterer Teil, wenn euch interessiert, was wir so gemacht haben und ja, worum es geht, dann bleibt dran. So, da sind wir wieder. Eigentlich wollte ich euch ja beim Spaziergang ein bisschen was erzählen, beziehungsweise ein Video machen. Da aber auf dem Feld so windig war, habe ich gedacht, komm, wir gehen heute mal weiter an der Baggersee, an einen anderen Platz. Und ja, filme ich der Zeus halt ein bisschen beim Schwimmen. Der ist ja, wie gesagt, das ist ja ein Fisch im Mali-Kostüm. Wie ihr seht, der braucht keine Grund, der schwimmt einfach. Hat natürlich auch eine super schöne Muskulatur dadurch gekriegt. Der Zeus, der ist auch ja, recht groß für ein Mali. Ja. Gut 66 hat er Widerrist und ja, ist jetzt knapp bei 35 Kilo. Also ist schon eine proper Kerlche, sag ich mal. Ja, als Familienhund, wo wir immer wieder beim Thema sind. Ja, ist für mich nach wie vor der Traum Familienhund, gell? Absolut super Charakter. Ich weiß, das ist natürlich alles, was wo man sich auch ganz schnell versaut in der Erziehung. Aber beim Zeus muss ich sagen, das denke ich, habe ich doch wirklich echt gut hingekriegt. Und der ist wirklich ja, nahezu genauso geworden oder bis jetzt. Er ist ja jetzt, wird jetzt 13 Monate in ein paar Tagen, wie ich mir das erhofft habe. Ist wirklich überaus entspannt mit ihm. Also der ist, ja, eigentlich, denke ich, für einen Mali schon zu langweilig. Sag ich einfach mal so. Der ist natürlich nicht langweilig, der ist für, mit dem kannst du giedliche Scheiß machen. Der ist ja für alles immer direkt zu haben, bei neuer Sache sowieso ganz, ganz aufgeregt. Immer für alles Neue ist der immer super zu haben. Ja, ist eigentlich so, ja, wie soll ich sagen, wie man früher eigentlich so der deutsche Schäferhund hatte, ist der Mali das in Sportversion, gell? Wobei ein deutscher Schäferhund natürlich auch überaus sportlich ist. Psst. Zeus! Komm! Ja! Man muss ihn da ab und zu mal ein bisschen bremsen. Beim Schwimmen ist er doch ein bisschen. Ja, da schwimmte und schwimmte und schwimmte und. Ja, jetzt ist er beim Zeus keine Seltenheit, dass der mal eine halbe Stunde am Schwimmen ist, gell? Das glaubt mir ja auch nie einer, die immer als sagen, den Hund schwimmt doch nicht einfach so. Sag ich doch, der schwimmt einfach so. Ja, ja, was mir jetzt viel passiert die letzte Zeit, ich werde ganz oft gefragt, dass ich mit dem auf der Hundeplatz kommen soll und ja, soll doch mal mit ihm mittrainieren und soll mir das doch angucken. Ich weiß ja, was auf dem Hundeplatz passiert. Ich weiß auch, wie die Trainings aussehen. Und ich bin dann ja immer am Abwägen, ob das mir und dem Zeus halt was bringt. Und da muss ich halt ganz ehrlich sein, denke ich nicht. Weil, ja, kann ich ja ganz genau begründen, der Zeus, der kann seine Kommandos. Der Zeus, der hört. Und ich sage jetzt mal, das, was der nicht kann, vielleicht. Das kann er halt nicht, weil ich es nicht für nötig halte. Gell? Von daher sage ich jetzt mal, wenn der jetzt nicht eine absolute Sinneswandlung vollzieht und
eventuell untragbar wird, dann sehe ich da absolut keinerlei Veranlassung zu, mit dem Zeus auf der Hundeplatz irgendwas Richtung Schutzdienst oder so trainieren zu gehen. Ich halte nach wie vor so, ich gehe mit dem Zeus viel an Wasser. Er schwimmt halt unheimlich gern, wie ihr hier seht. Das lasset den super aus. Also danach ist er immer ja, mehr wie entspannt. Ich jetzt mal, dann liegt er vermutlich erstmal gleich wieder, wenn der wiederkommt, in gute ja, 2-3 Stunden am Hof und ist am Knacke, bevor der mal wieder irgendwas von sich hören lässt. Nach wie vor halte ich es immer noch mit ihm so, also ich sage jetzt mal so im Schnitt 10 Kilometer mache ich mir jeden Tag. Es ist jetzt nicht, dass ich immer 10 Kilometer am Stück gehe, aber ich gehe auch sehr oft mehr wie 10 Kilometer am Stück. Es ist auf 3 Spaziergänge bei uns aufgeteilt, morgens, mittags und abends. Mittags mache ich natürlich der längste, weil ich da die meiste Zeit habe und auch die meiste Lust habe. Und ja, morgens halt mal einfach so, dass es ein bisschen kürzer ist. Genauso wie ich da eigentlich immer gehalten habe. Ich habe da nicht viel geändert. Von daher kennt der Zeus nicht anders da. Und wie gesagt, was ein Hund halt nicht kennt, das vermisst er auch nicht. Also morgens halt jetzt meistens knapp. Da ist es selten, dass ich da mal mehr wie 3 Kilometer mache, meistens weniger. Dann mittags sind wir eigentlich immer 1-2 Stunden locker unterwegs. Und abends, abends ist es eigentlich auch immer, je nachdem, wie die Lust ist. Gell? Aber ich sage jetzt mal, das ist auch eigentlich selten, dass ich da länger wie eine halbe Stunde mache. Ja. Was mache ich mir auf den Spaziergängen? Ich tue das, also jetzt jeden Tag immer nur mit dem Hund gehen und gar nichts machen. Da denke ich, wird denen dann schon so langweilig. Gell? Wir machen halt immer ganz unterschiedliche Sachen. Mal kämpfen wir ein bisschen. Das mache ich mit ihm ganz oft mit der Leine oder mit so einem Kampfarm, sage ich jetzt mal. Dann Bälge, liebt der Zeus. Also Bälge werfen, das ist auch was, wo er total drauf steht. Stöcksche. Mache ich auch, also spiele ich mit ihm auch zwischendurch, wobei da muss ich sagen, das ist weniger geworden. Da machen wir mehr Bälge oder Frisbee, halt immer mal das. Ich gehe eigentlich nie zweimal hintereinander die gleiche Strecke, außer morgens und abends, sag ich jetzt mal. Abends gehen wir eigentlich immer so unsere Standardrunde, da wird immer am Rhein ein bisschen spazieren gegangen und ja, morgens machen wir mal so. Mittags sind wir immer irgendwo, meist auf dem Feld unterwegs, weil es einfach so ist, dass am Rhein zu viel los ist, gerade beim schönen Wetter. Da muss ich echt sagen, da gehe ich meistens oder gehe ich schon lieber spazieren am Rhein, wenn das Wetter nicht gut ist, weil dann kann man nämlich auch da schön spazieren gehen mit dem Hund. Und ja, wie gesagt, viel schwimme, also der Zeus schwimmt sehr viel im Rhein und hier auch. Das ist auch was, wo ich gar nicht mit dem, also wir sind jetzt hier runtergegangen, weiß der, Wasser kommt, geht der rein, fängt er an zu schwimmen. Ich brauche dem da keine Stock und nichts hinzuwerfen. Ja. Der probiert da hinten jetzt ein bisschen da bei der Seerose, keine Ahnung, was der da probiert, so Fänge, Mücke, Libelle haben wir hier ganz viel, Frösche auch ganz viel. Irgendeine Beschäftigung sucht er sich da. Manchmal schwimmt er auch hier einfach nur hin und her. Wobei im Moment sieht es für mich so aus, als wenn er da ein bisschen Libelle am Fangen ist. Ja, beim Schwimmen ist es einfach so, das ist natürlich sehr gesund, auch für die Hunde wie für uns. Von daher mache ich das mit ihm schon sehr, sehr, sehr viel. Ich finde auch, das lastet den Hund sehr, sehr gut aus. Also findet immer super schade, wenn ein Hund nicht ins Wasser geht. Das ist bei den Malis, so weit wie ich das bis jetzt gehört habe, sehr selten. Die sind eigentlich alle so ein bisschen wasserverrückt. Auf jeden Fall alle, die wo ich so kenne. Mit anderen Hunden verträgt er sich nach wie vor gut. Also ich habe noch nie ein Problem gehabt mit irgendeinem Hund. Wobei man schon sagen muss, mit den aktiveren Hunden,
Sprich Herder, Mali oder Husky oder so, auch so also Hunde in seiner Größe und so, da klappt es meist am besten. Weil, ich sag mal, der Bewegungsdrang und der Spieldrang, die sind doch ein bisschen kröpper. Ein Labrador ist da immer schnell überfordert, sage ich jetzt mal. Und ja, also am besten hat es bis jetzt immer mit einem anderen Mali geklappt. Mit meiner Schwester, ihrem Labradoodle, klappt es auch sehr gut. Wobei der dem dann auch öfters schon mal Bescheid sagen muss, so, jetzt ist aber mal Schluss, ich habe keinen Bock mehr. Ja, also das ist, die Malis sind da sehr, schießen gern mal über Ziel hinaus. Alles natürlich im, noch nie ein Problem gehabt, da der irgendeinen Hund gebissen hat oder überhaupt irgendwie so in die Richtung, noch nicht mal. Ist auch noch nie aggressiv geworden gegen irgendeinen Mensch. Ich glaube, der hat bis jetzt 13 Monate alt, also ich habe noch nie gesehen, dass er die Zähne mal gefletscht hat. Also ist ein überaus braves Tier, sage ich jetzt mal. Habe natürlich auch sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, auf die Sozialisierung am Anfang, weil ich natürlich genau das auch so haben will. Komm, ja. Jetzt müssen wir mal rausrufen. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Sonst macht der Herr ewig weiter. Der ist ja jetzt auch schon über 10 Minuten wieder am Schwimmen. Super, Schatz. So. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas genaueres mal wissen wollt oder so, dann immer raus damit. Ich kriege natürlich auch ganz viele Nachrichten. Sind natürlich auch immer viele, viele, viele doofe Nachrichten dabei, sage ich jetzt mal. Wie, nur geholt für anzugeben und also jetzt Mali oder so. Wofür brauche ich ein Mali? Und so was ist natürlich auch ganz oft dabei. Ja, muss ich sagen, Leute, ich bin 41 Jahre alt. Ich will mir mit Sicherheit keine Mali für anzugeben. Ich will mir auch keine Mali für was auszuprobieren. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir den sehr gut hingekriegt haben. Hey! Ich habe schon gedacht, da wäre was, wo du fressen wolltest. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt dran, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Macht es gut. Bleibt gesund. Ja, mehr kann man ja heutzutage gar nicht mehr erwarten, gell? Das ist ja schon das Wichtigste. Haut rein.